Shape of My Heart von Sting. Okay, der erste Akkord ist ein Fis-Moll, man könnte den so greifen. Sinnvoller ist es allerdings, dieses Fis-Moll so zu greifen. Das heißt, der Ringfinger greift hier auf den 9. Bund, der Zeigefinger greift das Cis im 6. Bund und der kleine Finger greift das A hier oben im 10. Bund. Die rechte Hand macht folgendes Picking. Ich fange mit den äußeren Stimmen an, das heißt Daumen und Mittelfinger. Und danach kommt der Zeigefinger, und zwar so. Dann wieder Daumen. Nochmal. Daumen, Mittelfinger fangen an. Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger. Jetzt schiebe ich die äußeren Stimmen hier hin, das heißt, Mittelfinger greift jetzt ein E und da das Gis. Cis auf dem Zeigefinger bleibt liegen. Jetzt nehme ich den ganzen Akkord, dieses E6, und schiebe es einen Ganzton tiefer zu D6. Das ist jetzt der 5. Bund in meinem Mittelfinger. 5. Bund. Zeigefinger greift das H im 4. Bund auf der G-Seite. Der kleine Finger greift das Fis im 7. Bund. Picking der rechten Hand bleibt. Jetzt, kleiner Finger bleibt liegen. Zeigefinger geht auf den Barré im 4. Bund. Das sind die äußeren Stimmen, Daumen und Mittelfinger. Jetzt kommt der Zeigefinger mit dem H und dann schiebe ich den kleinen Finger auf dieses E ist. Das ist im Grunde ein F ist. Nochmal zusammen. Bei der Wiederholung fange ich wieder hier in dieser Position an, das heißt der Ringfinger wieder im 9. Bund. Allerdings ist der Zeigefinger jetzt nicht im 6. Bund, sondern im 7. Bund. Nämlich das ist, wir verändern den Akkord von dem Sound zu dem hier. Was entscheidend ist für den Gesamtklang, weil wir jetzt von einem Fis-Moll, kein Fis-Moll mehr greifen, Entschuldigung, sondern jetzt ein D-Dur quasi mit Fis im Bass. Picking der rechten Hand bleibt, das heißt die äußeren Stimmen spielen wieder, also Daumen, Mittelfinger. Jetzt schiebe ich wieder zu dem E6 Akkord, den wir gerade hatten. D6. Jetzt kommt die zweite Hälfte, fängt auf dem D6 Akkord an. Das Picking geht folgendermaßen, Daumen, Zeige, Mittelfinger, wieder zurück zum Zeige und jetzt greife ich mit dem Ringfinger der rechten Hand einmal hier hoch das A und dabei löse ich aber einmal ganz kurz den kleinen Finger. Das macht die Sache leichter zum Umgreifen. Nächster Akkord ist ein A, ich greife hier einen Barré mit dem Zeigefinger, der kleine Finger greift hier auf den 5. Bund die H, auf der H-Seite das E. Dann mache ich so einen Hammer-On, so einen Aufschlag mit dem Ringfinger auf der G-Seite auf den Ton H. Nein. Das ist ein Cis. Und dann kommt D-Dur. Dann kommt ein Gis-Moll 11. Dieses Gis-Moll besteht eigentlich nur aus den Tönen Gis, H, Cis und Fis. Ich könnte den Akkord auch so greifen. Ringfinger, kleiner Finger, Zeigefinger macht ein Barré. Ich greife ihn aber aus Gewohnheitsgründen, also
Ich bin es einfach gewohnt, diesen Akkord so zu greifen. Verzeiht mir bitte. Ich nehme immer den Ringfinger, lege den auch noch mit aufs Fis. Ich weiß, ich drücke den Ton jetzt nicht, aber in anderen Kontexten greife ich ihn. Und das ist wirklich reine Gewohnheit jetzt bei mir. Ich drücke einen Ton, den ich gar nicht spiele. Mir fällt es aber leichter, das so zu machen, als mich jetzt umzugewöhnen. Und danach kommt Fis-Moll.